Liebe Schwestern und Brüder, schon sehr alte Mythen erzählen vom Traum des Menschen, dass er fliegen kann. Fliegen zu können gehört zu diesen alten Träumen, um dieser Erdenschwere, die wir ja manchmal täglich spüren, also alles das, was unser Leben schwer macht, was uns nach unten zieht, wir sagen dann, was uns belastet, um dem zu entkommen. Nun gut, jetzt haben wir diesen Traum verwirklicht, wir fliegen, wohin wir wollen, solange wir wollen, wir können noch so viel fliegen, aber das Problem bleibt bestehen. Wir haben es nicht gelöst, dieses Problem mit dem Fliegen, denn es ist durch Fliegen nicht zu lösen. Wodurch ist es zu lösen? Unser Abschnitt aus dem 17. Kapitel bei Jesus Sirach gibt eine Antwort darauf. Man kann dieses Problem nur dann lösen, wenn man sich selber gewahr ist, wer man ist und wo man herkommt. Wenn man sich selber, was ja das Jesus-Sirach-Buch immer versucht, in der rechten Ordnung der Dinge und der ganzen Schöpfung betrachtet. Ja, es wird nicht verneint, dass es diese Erdenschwere gibt. Der Herr hat die Menschen aus Erde erschaffen. Das ist nüchterner Realismus. Das ist keine Romantik, keine Traumdeuterei, keine Ideologie, sondern das sind die harten Fakten. Aber damit haben wir noch nicht alles über den Menschen gesagt. Wir haben noch nicht alles über uns selber erfahren. Denn wir sind Gottes Ebenbild, auch das sagt der Text. Ihm selbst ähnlich hat er sie mit Kraft bekleidet und sie nach seinem Abbild erschaffen. Der Traum vom Fliegen, wenn man so will, der Traum einer gewissen Leichtigkeit des Lebens, den kann man nur einlösen, wenn man versucht, ein geistliches Leben zu führen. Was heißt das? Es heißt, sich innerlich so zu reinigen, dass man das Abbild Gottes in sich wiederfindet, dass man den Spiegel Gottes in sich entdeckt, dass sein Licht durch uns hindurch leuchtet. Das bedeutet geistliches Leben. Dazu bedarf es der Reinigung, der äußeren wie der inneren, der Reinigung der Gedanken, der Reinigung des Herzens, der Reinigung unseres Verhaltens. Gottlob werden wir sehr bald Gelegenheit haben, das wieder ausgiebig zu üben.